So, ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem kostenlosen Vortrag, der da heißt Systemische Beratung von vielen Anliegen zum klaren Auftrag. Der Vortrag dauert 60 Minuten und der Fokus hier wird sein, die systemischen Grundannahmen zum Einstieg. Dann werden wir uns anschauen, wo man genau wie mit konkreten und vielen Anliegen von Klientinnen und Klienten umgeht, wie man zu einem klaren Auftrag kommt. Also die Auftragsklärung wird ein Thema sein und vor allen Dingen das Thema, wie gehen wir damit um, wenn Klientinnen und Klienten mit sehr vielen Anliegen und Aufträgen kommen. Es geht also grundsätzlich um die Gestaltung von systemischen Formaten. Alles das, was wir kennenlernen werden in der kommenden Stunde, ist übertragbar auf die Formate Beratung, Therapie, aber auch Supervision und Coaching und durchaus auch in pädagogische Kontexte kann man bestimmte Dinge mitnehmen. Es geht immer darum, wenn wir also Klientinnen und Klienten darin unterstützen, wenn sie mit komplexen Themen zu uns kommen, mit komplizierten Themen, mit vielen Themen. Es geht darum, Ziele zu formulieren und ein Vorgehen im Fokus zu haben, was also den Auftrag klärt, damit wir wissen, was wir zu tun und zu lassen haben und damit die Klientinnen und Klienten eine Vorstellung davon bekommen, was ihre erwünschte Zukunft ist. Das ist so ein Aspekt, um den es geht. Das heißt, wir beziehen uns einerseits auf das Erstgespräch. Wenn ihr also Formate anbietet, die über längere Prozesse gestaltet werden, dann ist das Erstgespräch ein Momentum, wo wir die Aufträge klären und in einzelnen Beratungen, das können Einmalberatungen sein, das können aber auch einzelne Sitzungen sein. Da wird der Auftrag jeweils auch geklärt. Das heißt, wir beziehen diese Inhalte, die in den kommenden Minuten kommen, also auf unterschiedliche Formate, unterschiedliche Kontexte und grundsätzlich auch jedes Einzelgespräch, was also in den gängigen und genannten Formaten möglich ist. Wir gehen in allen Ausführungen, die jetzt kommen, davon aus, dass die Klientinnen und Klienten freiwillig zu uns kommen. Es ist nochmal eine besondere Form, wenn die Adressatinnen und Adressaten im Zwangskontext zu uns kommen. Auch dann klären wir den Auftrag allerdings anders. Deswegen Fokus hier in den kommenden Minuten, also freiwillige Klientinnen und Klienten in den verschiedenen Formaten, Beratung, Coaching, Supervision, Therapie. Es geht also darum, dass Menschen, wenn sie ein Problembewusstsein haben, zu uns in die Formate kommen, mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Anliegen, mit Problemen in Krisen, in schwierigen Lebenslagen. Sie haben also eine intrinsische Motivation zur Veränderung. Wenn wir jetzt systemisch denken, und das ist ja eine Strömung unter vielen, wie wir arbeiten können, dann gehen wir, das ist so ein bisschen der Einstieg in die Theorie, bevor wir uns gleich den konkreten Inhalten widmen, dann gehen wir davon aus, dass wir verschiedene Grundprämissen und Grundannahmen verfolgen. Das eine ist die Orientierung an Lösungen und Ressourcen der Klientinnen und Klienten. Wir orientieren uns am Kontext, also wo kommen die zu Beratenden her, wo finden Situationen statt, die problematisch sind, wie ist das Lebensumfeld, wie ist der Beruf, wie ist Partnerschaft, Familie. Wir schauen nach bestimmten Mustern, das wird sich gleich klären, was damit gemeint ist. Dann orientieren wir uns an den Themen und Aufträgen eben der Klientinnen und Klienten, an Kooperation und Beziehung, haben dabei grundsätzlich die Haltung von Neugier und Kreativität. Damit sind vor allen Dingen systemische Methoden und Interventionen gemeint, die also kreativer Art sind, analoger Art, was Aktionsmethoden sind, die also in Bewegung sind, in Interaktion, das Visualisieren von etwas, das Herstellen etwas von etwas und die Allparteilichkeit und Neutralität. Wenn wir systemisch denken und arbeiten, dann beziehen wir ja das System mit ein, und da sind wir an einem Punkt, der relevant ist. Das ist die Systemtheorie, die geht davon aus, dass wir immer eingebettet sind in Systeme. Also die Partnerschaft ist ein System, die Herkunftsfamilie, die eigene Familie, der Beruf, das Team, vielleicht die Eingebundenheit in eine Organisation. Überall da, wo also Menschen miteinander in Interaktion und Kommunikation stehen, dort sprechen wir von einem System. Und diese Systeme, die grenzen sich von der Umwelt ab. Es gibt also in jedem System Systemmitglieder, eine Grenze zur Umwelt. Dann hat jedes Mitglied zu anderen Systemmitgliedern eine bestimmte Kommunikation und Interaktion. Hier sprechen wir also von Dynamiken und Mustern. Und jedes System hat so eigene Logiken und Regeln. Und wir gehen auch davon aus, dass diese Systeme sich also selbst schaffen, selbst organisieren
und selbst erhalten und das alles miteinander in Wechselwirkung steht. Also wir gehen nicht von Ursache-Wirkung aus, sondern von Wechselwirkungen, sodass also wie in einem Mobile, egal was passiert und wo man es berührt, ist es immer Ursache und Wirkung gleichermaßen. Deswegen sprechen wir im systemischen Arbeiten auch von Zirkularität. Damit sind eher kreisförmige Interaktionen und Kommunikationen gemeint und nicht der oder die hat angefangen, dann folgt die Reaktion darauf, sondern alles bedingt sich immer wechselseitig und gegenseitig. Die andere Therapie, die andere Theorieströmung, die für uns relevant ist, ist der Konstruktivismus. Da gehen wir davon aus, dass alles, was der Mensch an Informationen wahrnimmt und aufnimmt, individuell aufgenommen wird, individuell interpretiert wird, so auch also alle Informationen und Phänomene, mit denen ein Mensch konfrontiert ist, und damit entsteht ein subjektives Bild der Welt und der Umwelt wie eine Art innere Landkarte. Und danach handelt der Mensch, danach denkt und fühlt der Mensch. Und dann gibt es noch die Form des radikalen Konstruktivismus, und die geht davon aus, dass es keine objektive Wirklichkeit oder Wahrheit gibt, an der wir uns orientieren können. Also jede Wirklichkeitskonstruktion, jede Wahrnehmung ist individuell und ist subjektiv. Und das Ganze mündet dann in die Familientherapie, so 60er, 70er Jahre ist die entstanden. Das sind so die Grundpfeiler des systemischen Ansatzes, der Systemtherapie, aber auch der systemischen Beratung, Supervision, Coaching und so weiter. Das als Vorwort für die, damit wir so wissen, was so die theoretischen Grundpfeiler sind, nach denen wir uns im systemischen Arbeiten orientieren. Und dann gehen wir nun davon aus, dass, wenn wir ein Problem erleben, uns bei all dem Druck, bei all dem Stress, der mit diesem Problem verbunden ist, die notwendigen Fähigkeiten, Ressourcen oder Kompetenzen fehlen, aufgrund von entweder Denkfehlern oder Glaubenssätzen, inneren Antreibern oder auch Denkblockaden und Denkfehlern, aufgrund eben dieser selektiven Wahrnehmung, die mit diesem Konstruktivismus zusammenhängt. Also wir sehen, wenn wir sehr tief in einer Krise stecken, wenn wir sehr lange mit einem Problem oder einem Konflikt beschäftigt sind, sind wir sehr fokussiert mit unserer Aufmerksamkeit auf dieses Problem oder diesen Konflikt. Das trifft auf uns selber zu und natürlich auch auf die Klientinnen und Klienten, die zu uns kommen. Das führt dann dazu, dass, wenn wir damit nicht gut umgehen, dass wir möglicherweise keinen Zugang mehr dazu finden, adäquate Lösungen zu entwickeln für das Problem, obwohl wir sie eigentlich in uns tragen. Und um Lösungen zu finden, ist es wichtig, und das ist dann ein Ansatz im systemischen Arbeiten, dass wir von dieser sogenannten Problemtrance, also das ist wie eine Art Tunnelblick, wenn man sehr assoziiert ist mit dem Problem erleben, sehr tief in der Krise steckt, ständig einen Konflikt erlebt in der Partnerschaft oder im Beruf und die Lösungsmöglichkeiten und die Strategien, die man wählt, eigentlich nicht das Problem lösen, sondern es immer wieder verstärken. So sprechen wir im hypnosystemischen Ansatz davon, dass es wie eine Art Selbsthypnotisierung ist. Also die Aufmerksamkeitsfokussierung auf das Problem erleben, auf den Konflikt, auf die schwierige Person, auf ein schwieriges Verhalten, die sorgt dafür, dass unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung immer kleiner wird und wir am Ende das, was wir eigentlich brauchen, gar nicht mehr richtig wahrnehmen oder erleben. Wichtig ist jetzt, von dieser Problemtrance in die Lösungstrance zu kommen. Und das ist eine Grundidee des systemischen Ansatzes, der dann gleich der Auftragsklärung gerecht wird, um eben diese selbsthypnotische Erzeugung, die in den meisten Fällen unbewusst verläuft, also eine Wahrnehmung, die in uns selbst passiert, um die umzulenken in eine sogenannte Lösungstrance. Denn mit dieser Lösungstrance, und das ist dann die Lösungsorientierung, nach der der systemische Ansatz arbeitet, die ermöglicht es dann wieder Ressourcen zu erkennen, Lösungsstrategien zu finden, Kompetenzen und Fähigkeiten und Stärken in uns selbst und im Umfeld wahrzunehmen, um eben eine Krise zu bewältigen oder ein Problem zu klären oder einen Konflikt zu lösen. Und das ist das, was wir versuchen mit der Auftragsklärung, mit den Anliegen, wo die Klientinnen und Klienten zu uns kommen, einen Unterschied zu machen. Also es geht gar nicht so sehr darum zu wissen, was das Problem ist, sondern es geht darum, den Fokus der Aufmerksamkeit wegzulenken. Denn die Grundannahme dahinter ist, dass die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt. Das heißt, beschäftige ich mich lange, viel und intensiv mit einem Problem, ist das eine andere Form von Wirklichkeit, die entsteht. Beschäftige ich mich sehr viel mit Lösungen, Möglichkeiten und einer erwünschten Zukunft, dann ist das eine andere Form von Aufmerksamkeit, die ausgelöst wird.
Das vergleicht es immer, wenn man jetzt einen ganzen Tag Horrorfilme gucken würde, hätte man ein anderes Erleben, als wenn man den ganzen Tag Liebesfilme oder Komödien schauen würde. Ein weiteres Phänomen, was zum Einstieg wichtig ist zu wissen, ist, dass ein Problem eigentlich immer nur dann entsteht, wenn wir einen bestimmten Ist-Zustand haben. Das ist der, der meistens problematisch ist. Und wir eigentlich auch eine Vorstellung haben, wie es sein soll, allerdings zu diesem erwünschten Zustand nicht kommen. Also ein Problem ist eigentlich immer eine Diskrepanz zwischen dem, wie es ist und dem, wie es sein soll. Also dass ich nicht als Mensch, als Klient, Klientin zu dem Zustand komme, zu dem Erleben komme, zu der Lösung komme, die ich mir vorstelle. Also dass ich vielleicht die falschen Ressourcen nutze oder die falschen Strategien. Das heißt, der Satz, der hier dahinter steckt, ist, so wie es ist, so soll es nicht sein. Und häufig kommen Klientinnen und Klienten mit einem Wunsch nach Veränderung in Formate wie Beratung, Therapie oder auch Coaching und Supervision. Also auf der Suche nach einem neuen Sollzustand. Oder sie kennen diesen Sollzustand bereits und wissen nicht, wie sie dahin kommen sollen. Und der Ist-Zustand wird als problematisch erlebt. Das formulieren dann die Klientinnen und Klienten so: Mein Problem ist, ne, oder mein Thema ist, damit kommen sie in Beratung. Und dieses Erleben ist häufig sehr komplex und sehr vielschichtig, manchmal über Jahre oder über Jahrzehnte angehäuft. Ihr kennt sicherlich alle solche Klientinnen und Klienten. Und der Unterschied zwischen dem Erleben des Ist-Zustands und dem noch nicht erreichten Sollzustand, der hat eigentlich erst das Problem erleben. Und der Sollzustand, der ist für uns relevant, weil das Ziel ist in Bezug auf das Anliegen. Also Klientinnen und Klienten kommen mit einem Problem zu euch, schildern ein Anliegen. Die haben also irgendein Thema in der Partnerschaft, im Beruf, in der Familie oder in sich selbst, bezogen auf die Vergangenheit. Und dann ist der Ist-Zustand völlig konträr dem, wie es sein soll. Ich vergleiche das immer mit einer Wettermetapher. Es regnet und wir wollen nicht, dass es regnet. Das ist das Problem erleben. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dem Regen umzugehen. Eine systemische Herangehensweise wäre der Perspektivwechsel für einen Bauern zum Beispiel. Sind trockene Sommer in der Regel sehr schwierig. Das heißt, für den ist der Regen eher ein Segen. Der Bauer erlebt es so, wenn es nicht regnet, sollte es aber regnen, hatte er ein Problem erleben, was anders ist, als wenn es regnet und wir wollen nicht, dass es regnet. Und ohne diesen Gedanken, so wie es ist, soll es nicht sein, entsteht kein Problem. Und wir fokussieren dann eben die Aufmerksamkeit, je nachdem, wie der Gedanke in uns ausgelöst wird. Damit wird selektiv wahrgenommen, Aspekte, die eben nicht gut funktionieren oder die entsprechend anstrengend sind oder die sehr schwierig sind, häufig in Bezug auf das Verhalten anderer Menschen im Beruf, in Partnerschaft, in der Familie. Und dann entstehen eben solche Probleme. Und das ist etwas, was umfokussiert werden kann. Deswegen ist der Perspektivwechsel eine Möglichkeit im systemischen Arbeiten. Und wir können aber auch die Bedeutung eines Phänomens verändern. Und da sind wir wieder beim Konstruktivismus. Denn man könnte ja auch, wenn man frisch verliebt ist, bei Regen mit der Partnerin, mit der neuen oder dem neuen Partner rausgehen und im Regen tanzen oder einfach warten, bis der Regen vorbei ist, einen Termin verschieben. Also man kann, wenn man sich darauf einlässt, verschiedene Strategien finden im Umgang mit einem Problem. Und letztlich sind es die falschen Lösungsversuche und Lösungsstrategien, die das Problemerleben dann verstärken. Sie machen das Problem an sich also häufig schlimmer, oft auch, weil sie nicht in Richtung des Erwünschten gehen. Also die Menschen wählen dann Lösungsstrategien unbewusst oder auch bewusst, die mehr oder weniger in die erwünschte Zukunft gehen. Deswegen ist diese erwünschte Zukunft ein Faktor in der Auftragsklärung, die wir uns anschauen. Das ist das, was wir gleich ab der nächsten Folie ganz konkret uns anschauen. Der systemische Hintergrund ist, wenn die entsprechenden Ressourcen und Strategien fehlen oder eine konkrete Vorstellung der erwünschten Zukunft, dann wird Problemlösung eben erst recht zum Problem. Und dann, wenn sich das verfestigt oder wenn die Menschen dadurch in tiefe Krisen rutschen, dann suchen sie professionelle Formate auf. Und ein weiterer Gedanke, der wichtig ist, es ist häufig nicht das Phänomen an sich, was ein Problem auslöst, sondern immer die Bewertung des Phänomens. Also in welche Beziehung gehe ich zum Beispiel zu einer schwierigen Kollegin oder zu einem sogenannten schwierigen Verhalten eines Kindes oder eines Jugendlichen oder zu einer schwierigen Persönlichkeit in der Familie. Also wie beziehe ich mich dazu? Welche Position nehme ich ein?
Das ist immer die Beziehung zum Phänomen und die Bewertung. Und die ist veränderbar. Häufig sind die Phänomene an sich nicht oder nur sehr schwer veränderbar. Also wer schon mal versucht hat, seinen Partner, seine Partnerin oder ein Familienmitglied zu verändern von außen, der wird feststellen, dass das wenig bis gar nicht möglich ist. Was wir aber ändern können, ist unser Umgang damit. Das ist häufig dann ein Auftrag, der erarbeitet wird, dass man mit einem bestimmten Phänomen also einen neuen Umgang finden möchte. Daraus ergibt sich dann, auch wenn wir von außen drauf schauen würden, dass es eigentlich immer nur drei Möglichkeiten gibt, mit einem Problem umzugehen, nämlich das sogenannte Love it, change it or leave it Prinzip. Also entweder kann ich versuchen, es zu verändern, und wenn es nicht veränderbar ist, habe ich nur zwei Möglichkeiten, nämlich love it oder leave it, also lerne es zu lieben, zu akzeptieren oder verlasse es. Das heißt, diese Schablone kann man auf jedes Problem, auf jeden Konflikt drauflegen, um zu überlegen, in welche Richtung müssen die gewählten Strategien gehen, damit sich ein Konflikt oder ein Problem lösen lässt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen also Klientinnen und Klienten mit diesem Erleben zu euch in die Beratung. Wir haben jetzt diese systemische Perspektive auf das Problem erleben. Wir wissen systemisch, wie Menschen in Systeme eingebettet sind. Wir wissen aufgrund des Konstruktivismus, dass Wirklichkeit eine subjektive Konstruktion ist, wie eine innere Landkarte. Und diese genannten Prinzipien, genauso wie die Lösungsorientierung, die Ressourcenorientierung, die Allparteilichkeit, die setzen wir nun in systemischen Formaten um. Das, was also ein Klient oder eine Klientin als Problem erlebt, ist häufig der Grund oder der Anlass, dass sie zu uns kommen. Er oder sie hat also ein Anliegen und dieses muss eben erklärt und geklärt werden. Und das geschieht häufig im sogenannten Erstgespräch. Erstgespräch dient dazu, einen Beratungsprozess oder einen Supervisionsprozess oder einen Therapieprozess anzubahnen. Oder es gibt sogenannte Einmalberatungen, das heißt, die Klientinnen und Klienten kommen einmalig und auch dann klären wir den Auftrag, denn wir gehen immer von dem Leitsatz aus, ohne Auftrag gibt es keine Arbeit. Also so lange arbeiten wir auch nicht mit Methoden oder Interventionen. Und in diesem Erstgespräch geht es nun darum, die Rahmenbedingungen zu besprechen, die es braucht, damit eine nützliche Arbeit möglich wird zwischen Klientinnen und euch als Beraterinnen und Berater. Und das gilt für alle anderen Formate genauso wie für Einzelsitzungen oder Mehrfachberatungen in Beratungsprozessen. Klar sein muss uns dabei, dass Klientinnen und Klienten häufig in höchst stressigen und belastenden Situationen zu uns kommen und Beratung kann, soll und muss auch in manchen Fällen einfach ein Ort von Besinnung, Ruhe, Achtsamkeit und Entschleunigung sein. Deswegen ist es auch wichtig, sich Zeit zu nehmen für diese Art von Arbeit. Gerade für Erstgespräche empfiehlt sich immer, mindestens 60 Minuten Zeit zu nehmen, besser sogar 75 oder 90 Minuten. Häufig kommen Klientinnen und Klienten auch mit sehr persönlichen Dingen, die sie vielleicht nicht so gerne ansprechen. Dann kennen sie das Format nicht, sie kennen uns nicht. Also sie brauchen erstmal eine innere und äußere Sicherheit. Wir nennen das Ganze affektive Rahmung, also so eine emotionale Sicherheit zu schaffen in dieser ja sehr künstlichen Situation, die wir da schaffen, egal ob wir sie Beratung, Therapie oder Coaching nennen. Es geht also darum, Rahmenbedingungen zu klären. Wer sind wir? Wie lange geht das Format? Wie lange dauert eine Sitzung? Wie arbeiten wir? Wie sind die Räumlichkeiten? Also es geht einfach darum, zu besprechen und zu klären, wie der äußere Rahmen ist. Und das schafft häufig eine innere Sicherheit, damit die Klientinnen und Klienten sich dann auch öffnen können. Dazu gehören auch Aspekte und Bestandteile des Beratungsvertrages. Wenn also, wir gehen ja häufig dann eine Beratungsbeziehung ein, die auch bezahlt wird. Und entsprechend gibt es auch einen Vertrag dazu. Und was auch Bestandteil des Erstgesprächs ist, ist eine Problemdefinition. Also was ist denn das Thema, mit dem die Klientinnen und Klienten zu uns kommen? Was ist das Anliegen? Was ist also das Problem oder der Konflikt oder die Krise? Und was ist die attraktive Entwicklungsperspektive? Also Problem ist Ist-Zustand, Entwicklungsperspektive. Was ist denn der Soll-Zustand? Also was soll am Ende dieses Formates rauskommen? Was soll da Neues da sein? Und dann wird das weitere Vorgehen besprochen mit den Klientinnen und Klienten. Bedeutet also kurzum, die kommen mit einem Anliegen, dann brauchen sie ein klares Ziel. Das Ziel bestimmt häufig den Auftrag für uns als Berater oder Beraterin. Und an diesen Auftrag anschließend planen wir dann Beratungsprozesse, die entsprechenden Methoden, Interventionen, Techniken und so weiter.
Dabei ist das Erstgespräch selbst bereits eine erste Auftragsklärung eben für einen möglichen Beratungsprozess, bei dem wir prüfen, ob wir mit den Klienten zusammenarbeiten wollen, aber ob aber auch die Klientinnen und Klienten mit uns zusammenarbeiten wollen oder ob wir vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin sind. Wir klären also gemeinsam, was wir leisten können, was wir leisten wollen, was wir überhaupt anbieten und ob der Klient, die Klientin mit uns arbeiten kann oder will. Beim Erstgespräch gehört dann zum Beispiel auch dazu, Räume zu zeigen, Toilette, Beratungsräume, vielleicht mit welchen Materialien wir so arbeiten, also dieses äußere Sicherheit schaffen. Dann beginnt man häufig mit so einem professionellen Smalltalk, also die klopfen so an die Tür, dann kommen sie so rein, häufig kommen sie Klientinnen und Klienten in der Annahme, dass sie sofort ihr Problem schildern ausführlich. Es ist wichtig, dass wir dieses Muster erstmal durchbrechen, also diese Problemtrance von Anfang an nicht bedienen, sondern ganz anders einsteigen, also Fragen stellen, die so eine positive Grundhaltung ermöglichen bei den zu Beratenden. Wir nennen das Yes-Set, also dass wir Fragen stellen, die mit Ja beantwortet werden können. Also haben Sie gut hergefunden, wir können Respekt ausdrücken, dass jemand zu uns kommt, den Mut gefunden hat. Es ist ja eine ungewohnte Situation und dafür können wir auch Anerkennung ausdrücken. Dann können wir auch anbieten, ob wir erstmal was zu uns und unserer Arbeitsweise oder zur Einrichtung sagen oder ob die Klientinnen und Klienten direkt starten möchten. Wichtig ist zu unterscheiden im Hinterkopf, es gibt immer drei Formen von Beratung, wenn ich mir jetzt mal dieses Format rausnehme. Es gibt die informative Beratung, das heißt Klientinnen und Klienten kommen mit einer ganz konkreten Suche nach Informationen. Es gibt die situative Beratung, das heißt, es ist gerade irgendetwas aktuell passiert, was schwierig ist, was herausfordernd ist. Da ist das Thema sehr klar abgrenzbar. Das ist in der Regel so bis zu 90% aller Beratungsanlässe sind so situative Themen, also kritische Lebensereignisse, aktuelle Probleme und Konflikte und Herausforderungen. Oder es gibt biografieorientierte Beratungen. Das sind Klientinnen und Klienten, die wenig strukturiert sind, die das Problem noch nicht genau benennen können, wo viele Faktoren eine Rolle spielen, wo es irgendwie so ein grundsätzliches, tiefergehendes Problem zu geben scheint, was häufig auch Gefahr läuft, dass es so an der Grenze des Therapeutischen ist. Also hier ist am ehesten eine unklare Grenze zwischen Beratung und Therapie und hier kann es am ehesten auch in Therapie umkippen. Wichtig ist also, dass wir von diesem Krisenerleben, von dem Leiden und von den Problemen immer in Richtung anstehende Entwicklung denken. Also auch wenn wir Raum schaffen und Zeit geben, dass die zu Beratenden ihr Problem äußern können, ist unser Fokus immer, wo will er oder sie denn hin? Was ist die erwünschte Zukunft? Was ist das? Wie konkret stellt er oder sie sich die Problemlösung vor? Also diesen Sollzustand, von dem wir gesprochen haben. Und hierfür braucht es gerade bei solchen schwierigen Themen eben eine gute Arbeitsatmosphäre, die muss wahrhaftig und aufrichtig sein und echt sein. Und es braucht eben gute Arbeits- und Rahmenbedingungen als Entwicklungsvoraussetzung für die Klientinnen und Klienten. Der Begriff, der hier dahinter steckt, ist das sogenannte Joining. Der kommt aus der systemischen Therapie und damit ist ein Vorgehen gemeint, das also das Ziel verfolgt, ein kooperatives Arbeitsbündnis herzustellen mit dem System, mit dem wir arbeiten. Es muss ja nicht nur eine Einzelperson sein, das kann auch ein Paar sein, es kann eine Familie sein, es kann ein Team sein. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir einen Auftrag überhaupt erarbeiten können. Der Ablauf ist jetzt wie folgt. Klientinnen und Klienten kommen also mit einem Problemerleben in der Gegenwart zu uns und suchen in der Zukunft oder für die Zukunft eine Lösung. Unser Vorgehen ist jetzt so, dass wir nach Lösungen in der Vergangenheit suchen. Das ist das typische lösungsorientierte Modell im systemischen Arbeiten, um diese Lösungen, Strategien, Kompetenzen und Ressourcen in die Gegenwart zu bringen, um damit das aktuelle Problem lösen zu können. Das sind die klassischen 5 Schritte, die wir uns gleich auch nochmal im Detail genauer anschauen werden. Würden wir im Gegensatz zur problemzentrierten Beratung, wo sofort das Problem erläutert wird, vielleicht minutenlang, dann ist die Gefahr einfach, dass wir auch in Problemtrance verfallen. Also wenn wir uns alle Aspekte eines Problems, eines Konflikts
eines Leidens oder einer Krise beschreiben lassen, dann gibt es Resonanz- und Übertragungsphänomene und auch unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung engt sich immer mehr ein. Das hat dann den Effekt, dass, wenn wir das eine Weile betreiben würden, wir auch dieser Lösung, dieser Problemtrance verfallen und am Ende auch selber nicht mehr so richtig wissen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Was wäre denn jetzt eine gute Frage? Wie muss ich vorgehen? Vielleicht kennt ihr solche Phänomene aus der eigenen Praxis. Das heißt, die Frage nach dem Problem legt bereits den Fokus auf das Problem und verstärkt möglicherweise auch das Erleben eines Problems. Wir würdigen natürlich das Problemerleben im systemischen Ansatz. Wir müssen aber eigentlich vom Inhalt dieses Phänomens gar nichts wissen. Wenn ihr euch erinnert, es ist nie das Problem an sich oder das Phänomen an sich, sondern immer die Beziehung, die der Klient oder die Klientin eingeht. Die ist veränderbar, das Phänomen häufig nicht. Und welche Beziehung der Klient oder die Klientin zu welchem Phänomen auch immer eingeht, das ist das, was wir in Beratung häufig fokussieren und erarbeiten. Deswegen gibt es auch viele systemische Methoden, die verdeckt funktionieren. Also man kann Aufstellungsarbeit mit Figuren oder auch mit Repräsentanten verdeckt machen. Das heißt, man hat vom Inhalt, von den Persönlichkeiten, die aufgestellt werden, man hat vom Problem an sich keine Information und kann es trotzdem lösen. Ja. Und mit der Lösungsorientierung versuchen wir, den Fokus der Aufmerksamkeit bei den Klientinnen und Klienten nun so ein bisschen wegzurichten in Richtung Lösung, in Richtung Ressourcen, in Richtung Kompetenzen. Also das eine ist, wie sieht der Sollzustand aus, also die erwünschte Zukunft? Welche Kompetenzen in der Zukunft braucht es, um das aktuelle Problem zu lösen? Dann werden die in der Vergangenheit gesucht, also gab es vielleicht schon mal ähnliche Probleme, was wurde da probiert oder was gab es für aktuelle Strategien, um mit einem Problem umzugehen und da irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Und wie können die Ressourcen, die wir hier gesammelt haben, also die Stärken, Fähigkeiten, Kompetenzen jetzt in der Gegenwart nutzbar gemacht werden, aktiviert oder reaktiviert werden oder irgendwie beschafft werden? Ressourcen können ja im Inneren liegen, die können aber auch im Äußeren liegen, also im Umfeld, im System. Es gibt ja ideelle Ressourcen, materielle Ressourcen. Also wir müssen herausfinden, was braucht der Klient, die Klientin, um sein oder ihr Problem bewältigen und lösen zu können. Und zwar möglichst so, damit es in der Zukunft eben nicht mehr auftritt oder eben wieder bewältigt werden kann, wenn es nochmal dazu kommt. Hintergrund dazu ist die Hilfe zur Selbsthilfe, also diese Selbstbefähigung, das Empowerment. Nicht wir sind dafür verantwortlich, dass Klientinnen und Klienten ihre Probleme lösen, sondern natürlich die Klientinnen und Klienten selbst. Und die Verbindung zwischen dem erwünschten Zustand, also dem Sollzustand des Klienten und die Hoffnung, die daraus resultiert für die Beratung und das Prüfen, ob wir das können oder wollen, das bildet den Auftrag. Und dieser Auftrag ist die Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit in diesen systemischen Formaten. Das heißt, wir müssen uns anschauen, mit welchen Anliegen kommen Klientinnen und Klienten zu uns, welche Ziele sollen in der Beratung, im Coaching, in der Supervision, in der Therapie erreicht werden. Am Ende der Auftragsklärung steht ein erreichbares Ziel und damit verbundene Hoffnung, was in der Beratung passiert. Und dieser Auftrag ist eben wichtig für beide, damit sie sich gut fokussieren können und nicht im luftleeren Raum stochern. Ja, also es gibt Beratungsformate, da sucht man erst sehr lange und plätschert so sehr lange vor sich hin, bis es irgendwann in Richtung Lösungsarbeit geht. Es geht eben auch darum, zu klären, ob wir zuständig sind, welche möglichen Methoden und Interventionen passend sind und welche Fragen wir stellen. Alles das ist abhängig davon, was das Anliegen ist, was das Ziel ist und welcher Auftrag sich daraus ergibt. Und jetzt schauen wir uns das im zweiten Teil mal konkreter an. Es geht also darum, vom Problemerleben und dem Anliegen zu einem klaren Ziel zu kommen. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wofür sind Sie heute hier? Was liegt an? Was möchten Sie thematisieren? Wofür möchten Sie die Zeit heute hier nutzen? Wichtig ist immer, dass das, was in Beratung und in anderen Formaten passiert, für die Klientinnen und Klienten nützlich ist. Es muss Sinn machen, es muss ihnen helfen, es muss sie unterstützen. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie am Ende so einer Beratungsstunde rausgehen und das Gefühl haben, es hat Ihnen nichts gebracht. Also Sie müssen immer dieses innere Erleben entwickeln, dass es nützlich ist, und rausfinden, ob es nützlich ist, können wir bereits vorher, indem wir es erfragen. Und die Klärung des Auftrags ist
bereits die erste Intervention im systemischen Arbeiten, indem wir das fokussieren, was wichtig und wesentlich ist. Also wenn wir uns in den Klienten hineinversetzen, der also mit vielen Themen kommt, mit vielen Problemen, Konflikte auf Arbeit, Konflikt in der Partnerschaft, dann Schwierigkeiten in der Familie, vielleicht noch eine gesundheitliche Einschränkung. Ne? Also da kommt jemand mit ganz vielen Themen, die ihn beschäftigen, die ihn bewusst und unbewusst, willkürlich und unwillkürlich beschäftigen. Ne? Manchmal arbeitet ja die Psyche auch weiter, auch wenn man die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenkt. Das heißt, wir müssen wie so in einem Trichter rausfinden und das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen, bis wir am Ende des Trichters ein konkretes Ziel haben. Was will der Klient oder die Klientin erreichen? Wichtig ist, dass wir dabei in unserer Rolle bleiben. Wir sind also Initiatoren für eine professionelle Begegnung. Wir sind Prozessbegleiter, also wir begleiten diesen Beratungs-, Supervision-, Coaching- oder Therapieprozess von Anfang bis Ende. Und die Klientinnen und Klienten, das sind die Expertinnen und Experten ihrer Lebensgestaltung, ihrer Erfahrungswelt und eben auch für die Problemlösung. Das können wir denen nicht abnehmen. Es geht also in der Auftragsklärung darum, dass der Auftraggeber, das sind die Klientinnen und Klienten, und der Auftragnehmer, also wir, in bestimmten Rahmenbedingungen arbeiten können. Der Auftrag entsteht also in dieser Schnittmenge. Wenn wir uns also den Klient anschauen, mit seinen oder ihren Kompetenzen, mit seinem Problemerleben, mit seinem Verhalten, mit den Strategien, die er oder sie vielleicht gewählt hat, um ein Problem zu lösen, mit seinen Ressourcen, mit seinen Bewältigungsmustern, mit den Lösungsversuchen, Stärken, Fähigkeiten, Zielen, Hoffnungen, mit der Geschichte vielleicht, der Partnerschaft oder mit der beruflichen Biografie und eben dem Anliegen. Ne? Damit kommen die Klientinnen und Klienten zu uns. Und wir haben natürlich all das auch. Wir haben bestimmte Kompetenzen, wir haben eine bestimmte Ausbildung, einen bestimmten Werkzeugkoffer, bestimmte Fragearten, wir haben bestimmte Methoden und Interventionen, eine bestimmte Erfahrung, eine Haltung, wir haben verschiedene Perspektiven, Stärken, Fähigkeiten natürlich auch fachlicher Art. Wir haben auch den Metablick, damit ist gemeint, dass wir Dinge auch von außen anschauen können. Das ist so eine klassische systemische Grundhaltung, dass wir Dinge nicht nur aus dem Inneren erleben, uns anschauen, sondern Methoden wählen, wo wir von außen drauf schauen können. So das Genogramm ist eine Möglichkeit oder die Arbeit mit dem Systembrett oder die Zeitlinienarbeit, also Methoden, die im Raum passieren oder die zum Beispiel auf einem Brett passieren, wo das System aufgestellt wird oder visualisiert wird, wo man die Gesamtheit eines Systems von außen beobachten kann. Das ist Metaperspektive. Und das ist auch eine Kompetenz, die man Klientinnen und Klienten beibringen kann. Also nicht nur den inneren Stimmen zu folgen oder den inneren Antreibern, sondern auch zu überlegen, von außen betrachtet, was passiert denn hier gerade? Und die Schnittmenge zwischen dem, was Klientinnen und Klienten sind und wollen und brauchen und was sie mitbringen, und dem, was wir sind, wollen und brauchen und was wir mitgeben können, das ist das, was den Auftrag bildet. Eine mögliche erste Frage, die wir dabei stellen können an die Klientinnen und Klienten, das ist eine Abwandlung der Wunderfrage, die habe ich hier mal so aufgeführt, die kann man natürlich entsprechend anpassen an den Kontext oder an die Arbeitsweise oder an den Stil der Beraterpersönlichkeit. Also die Klientinnen und Klienten kommen also zu uns ins Erstgespräch, wir erklären so ein bisschen die Rahmenbedingungen, wir stellen uns vor, haben die Räumlichkeiten vorgestellt, haben vielleicht einen kurzen Smalltalk geführt, gefragt, ob die gut hergefunden haben. Und dann fragen wir in so einer entschleunigten Sprache, also angenommen, sie gehen dann nachher hier nach Hause mit einem Gefühl, dass sie sagen, das war eine gute Sitzung oder das war ein gutes Gespräch. Und angenommen, sie hätten sich entschieden, wiederzukommen und es wäre dann ein guter, nützlicher Beratungsprozess entstanden. Ne? Klammer auf, entweder Einzelberatung oder Beratungsprozess. Und angenommen, dieser Beratungsprozess hätte irgendwann seinen Abschluss gefunden, das ist dann irgendwann, Klammer auf, der Moment der erwünschten Zukunft oder wo das Problem gelöst ist, was wäre dann anders als jetzt? Und damit geht die Fokussierung der Aufmerksamkeit weg vom Ist-Zustand hin zum Soll-Zustand. Also wie sieht ganz konkret die erwünschte Zukunft des Klienten oder der Klientin aus? Und dann können wir uns ganz konkret beschreiben lassen, woran würden Sie denn merken, dass dieser erwünschte Zustand erreicht ist? Also woran könnten Sie das denn ablesen an sich? Am Verhalten, am Denken, am Fühlen? Dann könnten wir auch
angenommen, wir wären Mäuschen in der Situation, was würden wir denn beobachten, wie sie sich verhalten würden? Ne? Was würde ich jetzt erleben, wenn ich in der Situation Mäuschen wäre, wo bei Ihnen wieder alles in Ordnung ist? Was werden Sie anders tun? Und wo würden vielleicht andere Personen merken, dass etwas anders ist? Und woran würden die das denn ablesen können? Also Partner oder Partnerin oder die Kinder oder der Chef, die Chefin oder ein Kollege oder eine Kollegin. Woran würden die das merken? Das ist so klassisch zirkuläres Fragen, also aus Sicht einer anderen Perspektive. Und hier können wir bereits abwägen, ob eine Problembeschreibung notwendig ist und wenn ja, wie viel Problembeschreibung notwendig ist. Also in der klassischen Lösungsorientierung versucht man, so wenig Problem wie möglich beschreiben zu lassen. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, sich so gut wie gar keinen Inhalt vom Problem beschreiben zu lassen. Oder man gibt Raum und Zeit für die Problembeschreibung, damit auch für eine Problemdefinition unsererseits. Das sollte allerdings immer zeitlich begrenzt sein. Also ich habe zum Beispiel so eine Eieruhr, die geht 5 Minuten. Das ist die Zeit, die über das Problem besprochen werden darf und kann. Und danach wird Lösungsarbeit gemacht. Denn der Fokus im lösungsorientierten und systemischen Arbeiten geht immer auf den Zielbahnhof. Also wo will ein Klient oder eine Klientin hin? Nicht der Inhalt ist entscheidend, sondern die Beziehung zum Phänomen. Wir müssen also eigentlich vom Inhalt der Krise, des Problems, des Konflikts wenig bis gar nichts wissen und können trotzdem den Klienten oder die Klientin darin unterstützen, das Problem entsprechend zu lösen. Manchmal reicht schon eine sprachliche Veränderung, also statt Problem ein Phänomen, ja, also dass man Reframings anbietet, sogenannte Umdeutungen. Das ist für viele schon eine Entlastung. Manchmal sind es dann nicht die schwierigen Personen, sondern die herausfordernden Personen. Oder es ist kein kompliziertes Verhalten, sondern ein herausforderndes Verhalten. Ne? Allein das verändert schon die Beziehung zu einem Phänomen, wenn ich es anders nenne. Das ist so eine Interventionsebene, die wir anbieten können. Manchmal reicht eine ganz neue Perspektive, also ein Problem nicht als etwas Schweres, Kompliziertes, Unlösbares, Herausforderndes zu sehen, sondern als eine Aufgabe zu verstehen, an der ich wachsen kann, an der ich mich entwickeln kann, ja, also an der ich vielleicht neue Stärken, neue Fähigkeiten entwickeln kann. Auch das wäre eine Möglichkeit, ja, mal mit einer anderen Perspektive an ein Problem heranzugehen. Und manchmal ist es auch schon ausreichend, die Tatsache zu kennen, dass es einen erwünschten Zustand gibt, ja, also Klientinnen und Klienten, für die ist es manchmal eine hohe Erleichterung, wenn die einfach mal beschreiben dürfen, wie die Lösungssituation oder das Lösungsszenario in der Zukunft aussieht. Das ist für viele schon genug Lösungstrance, um bei der Beschreibung auf mögliche Lösungen zu kommen. Denn die Idee ist, wenn die Klientinnen und Klienten diese Frage hier beantworten, die ja die Abwandlung der Wunderfrage ist, dann beschreiben sie das Verhalten in der Lösungssituation. Das sind bereits konkrete Strategien, die sie im Alltag umsetzen können. Das heißt, sie kommen automatisch an Ressourcen, entweder die sie schon haben oder die sie noch brauchen, wenn sie diesen erwünschten Zustand, diesen Sollzustand erreicht haben. Ne, das ist natürlich ein Gedankenspiel, aber was in Gedanken möglich ist, ist in der Umsetzung dann auch möglich. Und wir müssen dann prüfen, wovon eine Problemlösung abhängig ist. Also ist sie vom Klienten selber abhängig? Ist sie von einer anderen Person abhängig? Ist sie von irgendwelchen Umständen abhängig? Ist das Problem überhaupt lösbar? Es gibt ja auch unlösbare Probleme oder Ziele, die formuliert werden, die wir als Sehnsuchtsziel einordnen würden, weil sie nicht umsetzbar oder erreichbar sind. Also zum Beispiel nach dem Verlust einer nahestehenden Person den Wunsch zu äußern, dass die Person wieder da ist, ist natürlich in der Situation völlig nachvollziehbar, ist aber natürlich ein Ziel, was nicht erreichbar ist. Und wenn der Auftrag an uns lauten würde, machen Sie, dass die Person wieder da ist, dann könnten wir diesen Auftrag natürlich nicht annehmen, weil er nicht umsetzbar ist. Ja. Manchmal reicht es auch, Klientinnen und Klienten einfach die Ressourcen und Fähigkeiten bewusst zu machen, die sie haben. Ja, also es gibt schöne systemische Methoden, die darauf ausgelegt sind, genau das zu erarbeiten. Da geht es gar nicht konkret darum, ein Problem zu lösen, sondern die zu beraten, in ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. Dass sie also wieder spüren, ich kann was bewirken, ich kann was erreichen oder ich habe schon mal andere Konflikte gelöst, andere Krisen und Probleme bewältigt, bin schon mal gut mit kritischen Lebensereignissen umgegangen. Wenn man sich das wieder bewusst wird, dann ist man auch gestärkter für aktuelle Herausforderungen. Ja? Das heißt, wir müssen mit den Klientinnen und Klienten prüfen, ist dieses Change It, was ja eine Strategie ist, etwas zu verändern, ist es möglich oder welche Hürden gibt es?
Oder braucht es eben Love It oder Leave It? Also muss ich es irgendwie akzeptieren lernen? Das sind dann Aufträge, die mit dem Satzanfang beginnen, Umgang finden mit, Punkt, Punkt, Punkt. Oder Leave It im Sinne von verlassen. Also wie kann ich Distanz aufbauen? Wie kann ich eine Situation beenden? Wie kann ich irgendetwas vermeiden, wo es mir nicht gut geht? Und dann habe ich hier in diesem rechten Kasten noch ein paar andere Fragen, ein paar ergänzende Fragen oder auch zusammenfassende Fragen aufgeführt, die man in späteren Prozessen auch stellen kann. Man muss ja nicht immer diese lange Frage stellen, sondern man kann auch einfach fragen, was ist Ihre Hoffnung für das heutige Gespräch? Was wäre heute ein gutes Ergebnis, wenn es am Ende nützlich gewesen ist für Sie? Welche Frage führt Sie zu mir? Also die Fokussierung einer Fragestellung ist auch immer ganz nützlich. Weil man sie am Ende beantworten kann, damit man nicht ein großes Thema hat, sondern aus dem Problem heraus, welche Fragestellung hat sich ergeben und wie können wir die beantworten? Oder was haben Sie sich vorgenommen, heute hier zu besprechen? Was sollte hier passieren, damit Sie das Gefühl haben, dass es nützlich ist? Was müsste am Ende rauskommen, dass es sich für Sie gelohnt hat? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass ich für Sie nützlich sein könnte? Das sind so typische Fragen, die man im Erstgespräch oder im Verlauf eines Beratungsprozesses stellen kann. Jetzt schauen wir uns nochmal konkret die einzelnen Schritte der Ziel- und Auftragsklärung an. Wir gehen also davon aus, Klient, Klientin sitzt vor euch, ihr habt Rahmenbedingungen geklärt, die fühlen sich emotional sicher, die haben vielleicht auch schon von ihrem Problem berichtet, haben also die 5 Minuten Eieruhr genutzt, um die Krise, das kritische Lebensereignis, die schwierige Situation zu erläutern, um die es geht. Und dann geht es darum, im ersten Schritt herauszufinden, woran die Person merken würde, dass die Beratung, Therapie, Supervision, Coaching nützlich war, dass sie ihnen was gebracht hat. Und damit beschreibt man auch einen Zustand in der Zielvision. Also die Klientinnen und Klienten sind dann zum Beispiel erleichtert oder haben weniger Probleme bzw. mehr Lösungen oder sie wissen, wie sie mit irgendeinem Thema umgehen können. Sie fühlen sich vielleicht befreiter. Also so Zustände werden da beschrieben, wenn das Problem gelöst ist durch die Beratung oder dadurch, dass die Klientinnen und Klienten Beratung in Anspruch genommen haben. Woran würden Sie merken, dass die Beratung nützlich war? Das ist eine andere Form von Frage. Dann immer die Lieblingsfrage bei systemisch Arbeitenden ist immer, woran noch? Nicht die erstbeste Antwort, sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden geben, sondern immer nachfragen. Woran noch? Woran noch? Woran noch? Und auch zirkulär zu fragen, wer würde denn noch merken, dass diese Beratung hier nützlich gewesen ist? Also angenommen, Sie gehen danach nach Hause, es hat Ihnen was gebracht. Wer würde merken, dass etwas anders ist? Und woran konkret? Und woran noch? Woran noch? Schritt 2, wenn ihr euch an das Modell gerade in der Tabelle erinnert, Lösungen aus der Vergangenheit. Also was haben Sie bisher dafür getan, um dieses Problem zu lösen? Was davon hat bisher geholfen? Und damit kriegen wir so ein bisschen raus, welche Strategien bereits gewählt wurden. Da haben wir auch, Klammer auf, so einen kleinen im Hinterkopf immer, es gibt so Lösungen, die so ein bisschen besser funktionieren. Dann gehen wir davon aus, davon sollten wir mehr machen. Und Lösungsstrategien, die nicht so gut funktionieren, da braucht es immer was anderes. Also diese zwei Leitsätze, wenn was gut funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht so gut funktioniert, mach etwas anderes. Das können wir also hier schon abfragen. Und wir können auch fragen, und das ist ein Perspektivwechsel, wofür könnte denn dieses Problem, was jemand erlebt, aktuell gut sein? Hat es vielleicht irgendeinen Nutzen? Hat es irgendeinen Sinn, dass es dieses Problem aktuell gibt? Also gibt es vielleicht was Gutes im Schlechten? Damit kriegt man auch nochmal eine neue Beziehung zu dem Phänomen, was gerade erlebt wird. Der dritte Schritt ist dann die Zielerkundung. Also es geht darum, die Ressourcen zu finden, die es braucht, um das Problem zu lösen. Also was fehlt denn ganz konkret in Bezug auf Ihr Anliegen und Ihr Ziel? Was brauchen Sie? Also was genau brauchen Sie, damit es noch mehr in Richtung erwünschte Zukunft geht? Und am Ende, und damit bahnen wir dann den Auftrag an, der vierte Schritt ist die Frage, wie kann ich Sie als Berater, Beraterin, Supervisor, Supervisorin, Therapeut, Therapeutin in Ihrem Ziel unterstützen. Also was kann ich hier tun, damit Sie in Richtung erwünschte Zukunft vorankommen? Was kann hier mein Beitrag sein? Was könnte ich konkret tun? Womit kann ich Ihnen konkret helfen? Oder was erhoffen Sie sich von unserer gemeinsamen Arbeit? Dann wird der Auftrag formuliert und dann können wir gemeinsam prüfen, sind wir zuständig? Ne, braucht vielleicht jemand anderen, eine andere Profession oder ein anderes Format? Dann können wir auch
prüfen, ob wir fachlich geeignet sind oder ob wir vielleicht in einem bestimmten Bereich einfach eine Ausbildung nicht haben. Oder wir können auch prüfen, ob das Thema etwas ist, was wir bearbeiten möchten. Manchmal ist man ja selbst betroffen von irgendeinem Phänomen und ist gerade nicht so gut imstande, ein Thema zu bearbeiten mit einem Klienten oder einer Klientin. Also wir prüfen hier, nehmen wir den Auftrag an, im Sinne von können und wollen wir mit diesem Klienten oder dieser Klientin arbeiten. Das wäre also der Baustein der Auftragsklärung. Bis hierhin zusammengefasst, Klientinnen und Klienten kommen also mit einem Packen an Problemen, mit vielen Anliegen, mit vielen Themen zu euch in die Beratung oder in andere Formate. Wir klären die Rahmenbedingungen, wir schaffen emotionale und äußere Sicherheit, wir stellen die ersten Fragen, wir klären den Auftrag, wir lassen uns das Problem berichten, entweder vorher oder hinterher. Und danach folgt dann die Zusammenfassung, also viele systemisch Arbeitende, die formulieren dann am Abschluss des Erstgesprächs nochmal das Problem, also die definieren, was, womit die Klientinnen und Klienten zu ihnen gekommen sind, dann den Auftrag, also was ist der Wunsch und das Ziel für die Beratung und die attraktive Entwicklungsperspektive, also der Sollzustand. Ne? Wir haben ja also den Ist-Zustand, dann was soll in der Beratung passieren, damit es nützlich ist und den Sollzustand. Der wird nochmal zusammengefasst in einer Art Abschlusskommentar. Dann werden die Ressourcen und Fähigkeiten gewürdigt, die wir beobachtet haben oder die wir wahrgenommen haben. Wir können nochmal erläutern, was die Vertragsgegenstände sind, die erarbeitet wurden. Wir können vielleicht sogar einen Entwicklungsimpuls und eine kleine Aufgabe mit nach Hause geben. Klammer auf, im Hintergrund immer zu wissen, das meiste passiert zwischen den Sitzungen. Also wir können nicht die Illusion haben, dass wir in einer Stunde Beratung 167 Stunden Lebenswelt verändern. Also dort muss etwas passieren und nicht bei uns in der Beratung. Wir müssen immer überlegen, in welchem Kontext findet etwas statt, ne? Beruf, Partnerschaft, Familie oder Alltag. Und was muss dort passieren, damit eine Veränderung möglich wird? Ne? In der Theorie, in der Beratung klingt immer alles sehr gut und man kommt auch schnell an Lösungen, aber es muss eben dort Bestand haben, wo das Bezugssystem ist der Klientinnen und Klienten. Und dann bekommt der Klient oder die Klientin Bedenkzeit nach der Beratung und kann sich eben für das Format oder gegen das Format entscheiden. Das ist das Ziel dieses Erstgesprächs, herauszufinden, was ist das Problem, was ist der Auftrag an uns oder was sind die Probleme und was ist die attraktive Entwicklungsperspektive, also der Sollzustand. Entscheidet sich dann der Klient oder die Klientin für die Zusammenarbeit, dann entsteht ein Arbeitsbündnis. Wir nennen das Kontrakt. Eine wichtige Sache ist dabei noch zu erwähnen beim Thema Aufträge. Es gibt auch manchmal sogenannte verdeckte Aufträge. Also wir müssen uns allen Aufträgen der Klientinnen und Klienten bewusst werden, auch denen, die vielleicht nicht explizit geäußert werden. Also da kommt vielleicht jemand mit dem Wunsch nach Therapie und will im Kontext Beratung eigentlich therapiert werden. Und der äußert es aber nicht, aber wir haben vielleicht den Eindruck, dass das so sein könnte. Oder es gibt einen Auftrag, der verdeckt ist, so im Sinne von, leisten Sie etwas, was nicht möglich ist. Ne? Also bringen Sie mir die verlorene Person wieder zurück, ne? So in die Richtung. Also wir müssen auch neben allen offenen Aufträgen schauen und im Blick behalten, ob es mögliche verdeckte Aufträge bei den Klientinnen und Klienten gibt. Also unausgesprochene Aufträge oder mögliche Sehnsuchtsziele oder unerreichbare Ziele, die eine Rolle spielen könnten. Wichtig ist, die Ziele nicht mit den Aufträgen zu verwechseln. Das Ziel ist das, was der Klient oder die Klientin für ihr oder sein Leben erreichen möchte, mit Blick auf die erwünschte Zukunft. Und Auftrag ist das, was in der Beratung passieren soll. Das sind zwei verschiedene Dimensionen. Deswegen habe ich das hier auch nochmal als Grafik gemacht. Es gibt also die Ziele des Klienten oder der Klientin. Dann gibt es häufig auch Ziele aus dem Umfeld des Klienten. Also zum Beispiel der Partner sagt, änder dich endlich. Der Chef sagt, du musst produktiver werden, die Freundin sagt, du musst dich mal mehr um mich kümmern, dann hat der Klient oder die Klientin noch eigene Ziele und die Zielschnittmenge ist das, womit sie zu uns in die Beratung kommen. Und dann gibt es entweder die Aufträge vom Klienten oder auch mögliche Aufträge von den Dritten, das ist dann die Auftragsebene hier, die zweite, also vom Ziel zum Auftrag. Und wenn die Schnittmenge gefunden ist, zwischen dem, was wir leisten wollen und leisten können, dann entsteht die Bündnisebene.
Also dann kann ein Vertrag geschlossen werden, es kann zu einer Vereinbarung kommen und es entsteht dieser sogenannte Arbeitskontrakt. Und die Klärungsoption, die wir haben, ist, wir können die Aufträge annehmen, wir können sie ablehnen, wir können sie delegieren, also an andere Kolleginnen und Kollegen, oder nachverhandeln. Wenn es also Aufträge sind, die zum Beispiel nicht passend sind für das Format, was wir anbieten. Also wichtig ist zu klären, was sind die Ziele, was ist der Auftrag für das Format, was wir anbieten und was braucht es an Arbeitsvereinbarung, an Kontrakt, an Vertrag für die Klientinnen und Klienten und für uns als Grundlage der Zusammenarbeit, wo dann alles drinsteht. Die Rahmenbedingungen sind in diesem Vertrag nochmal erfasst, mögliche Aufträge können auch erfasst werden oder auch die Themen, um die es geht. Alles das ist das, was dann die Arbeitsgrundlage ist für einen möglichen Beratungsprozess oder eben auch Therapie, Coaching, Supervisionsprozess. Was machen wir jetzt aber, wenn Klientinnen und Klienten zu euch kommen, die so ein Riesenpaket haben? Ne? Von vielen Anliegen zum klaren Auftrag heißt ja die Überschrift. Also es ist ja nicht immer nur ein Thema, mit dem Klientinnen und Klienten kommen, sondern es sind häufig mehrere Themen. Häufig ist es auch so, dass hinter dem Thema noch ein ganz anderes Thema steckt. Also wir sollten auch immer, wenn wir Beratung, Coaching, Therapie, Supervision anbieten, uns nicht mit dem erstbesten Thema zufrieden geben. Häufig steckt dahinter noch ein Thema hinter dem Thema, was ein bisschen tiefer gehend ist. Ne? Wichtig ist, wenn wir viele Anliegen und viele Themen, viele Probleme, viele Krisen haben, dass wir das Ganze visualisieren. Es geht immer darum, im systemischen Arbeiten Komplexität zu reduzieren. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand vielleicht Gewalterfahrung gemacht hat, vielleicht mit Suchtmitteln zu kämpfen hat, die Partnerschaft auf der Kippe steht, der im Job nicht mehr gut funktioniert, der Freundeskreis leidet, also der hat so ein Packen an Themen und Anliegen, der leidet darunter und alles hängt mit allem zusammen und ist ultrakomplex. Ne? Also wenn wir uns das alles erklären und erläutern lassen würden, würden wir wahrscheinlich ein, zwei oder drei Sitzungen brauchen. Es geht immer darum zu visualisieren, und zwar komplex reduziert, also Überschriften zu finden. Wenn ich mit so Klientinnen und Klienten arbeite, die so viele Themen haben, lasse ich mir Überschriften geben. Oder im Sinne von, wie würde denn ein Zeitungsartikel eine Überschrift lauten, wenn Sie das als Artikel oder als Film, ne, einfach so mit Überschriften arbeiten. Um dann das Ganze, ich mache das immer in Moderationskarten, erstmal zu sammeln und im Anschluss zu priorisieren. Priorisieren, das kann man immer gut mit der Skalierung machen, also von 1 bis 10. 10 ist ein sehr hoher Leidensdruck, 1 ist wenig Leidensdruck. Oder anhand der Motivation, also 10 ist eine sehr hohe Motivation, das Problem zu lösen, 1 eine sehr niedrige. Oder auch die Veränderungsmöglichkeit, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Phänomen klären und lösen lässt, von 1 bis 10, dann lässt man die Zahlen sich geben und dann sortiert man das nach Priorität. Und dann wäre bei einem Beratungsprozess die Möglichkeit gegeben, diese Themen nacheinander abzuarbeiten. Dabei würde aber jede Beratung wieder mit einer Auftragsklärung losgehen. Also wenn wir einen Prozess haben von 10 Sitzungen, müssen wir immer besprechen, was ist das Thema für heute, was ist das Anliegen, was liegt oben auf, was ist das Ziel, was ist also die erwünschte Zukunft, was ist der Sollzustand. Und was sollen wir da tun und was sollen wir aber auch lassen, damit der Klient, die Klientin sich unterstützt fühlt? Der Auftrag. Dann wieder prüfen, ob es ein Arbeitsbündnis gibt oder nicht. Eine andere Methode und eine Form, die möchte ich gern zum Abschluss noch vorstellen, mit vielen Aufträgen umzugehen, ist das sogenannte Auftragskarussell. Das ist eine Methode von Arist von Schlippe. Und auch hier werden erstmal alle Anforderungen oder Aufforderungen von anderen Personen oder inneren Anteilen aufgeschrieben. Also wir gehen ja davon aus, systemisch heißt, ich bin eingebettet in Partnerschaft, das heißt, meine Partnerin oder mein Partner könnte Wünsche oder Aufträge an mich haben. Oder der will oder die will, dass ich mich irgendwie verändere oder anpasse. Dasselbe gilt für den Job, ne, mit Vorgesetzten, vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen. Dann gibt es Anforderungen aus der Familie. Dann gibt es vielleicht Aufträge von den eigenen Kindern. Also es kann so eine Gemengelage an Anforderungen von externen Systemmitgliedern geben. Und dazu auch internen. Also wenn wir systemisch arbeiten, heißt das, wir blicken nicht nur auf die Außensysteme, auf die Bezugssysteme der Klientinnen und Klienten, sondern auch auf das innere System. Also wir gehen davon aus, dass der Mensch aus mehreren inneren Anteilen oder inneren Seiten besteht. Und die können sich auch jederzeit melden und sagen,
du müsstest mal wieder mehr Sport machen. Oder du könntest eigentlich mal wieder eine Weiterbildung besuchen oder irgendeine Fortbildung machen, damit du im Beruf wieder gut draufkommst. Und dann gibt es vielleicht noch so einen inneren Wächter, der sagt, mach da mal wieder mehr für deine Gesundheit oder ernähr dich mal wieder gesund. Also es gibt Aufträge von außen und Aufträge von innen. Die lassen wir uns sammeln und aufschreiben. Und dann werden die, so wie man das in diesem Bild hier sieht, um den Klienten oder die Klientin herumgelegt, in Kreisform, damit man quasi Karussell fahren kann. Deswegen Auftragskarussell. Zunächst müssen also erstmal alle Aufträge auf Karten geschrieben werden. Entweder von bestimmten Personen werden die geäußert oder eben von inneren Anteilen, also beruflicher Kontext, privates Umfeld, innerer Anteil. Dann bekommt jeder Auftraggeber, also jede Stimme, die sich irgendwo meldet, dass was gemacht werden muss, dass was verändert werden muss und so weiter, bekommt entweder eine eigene Karte. Man kann das auch mit Stühlen machen, dass jeder Auftraggeber einen eigenen Stuhl bekommt. Oder ein Kissen oder ein Bodenanker. Das heißt, man schreibt etwas größeren Zettel, wo man sich da drauf oder davor stellen kann. Und dann gibt es eben verschiedene Varianten, dieses Auftragskarussell umzusetzen. Also die Auftraggeber werden in einen Kreis gelegt um den Klienten und die Klientin. Und dann wird jede einzelne Person oder jeder einzelne Auftraggeber, jeder einzelne Anteil eingenommen. Also man setzt sich entweder auf jeden Stuhl der Auftraggeber oder auf das Kissen oder man stellt sich eben vor die Moderationskarte oder setzt sich vor die Moderationskarte. Oder die Variante, die die Person hier auch in diesem Beispiel genommen hat, die sitzt also in der Mitte und widmet sich dann einem Auftrag. Ja, also es wird dann Karussell gefahren. Dann wird genau geprüft, was möchte die Person oder was möchte dieser innere Anteil, welche Anforderungen stellt er oder sie, welchen Auftrag formuliert er oder sie an mich. Ja? Also was fordert der vom Klienten oder der Klientin? Und dieser Auftrag wird auf eine weitere Moderationskarte geschrieben. Also da steht dann zum Beispiel Partnerin, Chef, Kollegin X, innerer Anteil A, innerer Anteil B, beste Freundin. Ne? Als Beispiel diese 8 Auftraggeber gibt es dann, die liegen hier. Und zu jedem Auftraggeber wird sich dann eine kurze Zeit gewidmet und überlegt, welche Anforderungen stellen die, welchen Auftrag stellen die an mich. Und dann wird es reihum gesammelt, auf Moderationskarten geschrieben, immer an den Platz gelegt. Der Auftrag sollte möglichst präzise gestellt werden und aufgeschrieben werden. Und dann stellt oder setzt sich die Klientin oder der Klient nochmal in die Mitte und schaut sich die einzelnen Aufträge aus ihrer Position heraus an. Und dann ist der folgende Leitgedanke wichtig: Niemand kann dich zwingen, einen Auftrag anzunehmen. Das gilt für uns genauso wie für die Klientinnen und Klienten selbst. Denn Leibeigenschaft und Sklaverei ist mittlerweile abgeschafft. Also es gibt immer eine Möglichkeit, Nein zu sagen. Und jetzt geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Und die zweite Karussellrunde bedeutet dann, welche Aufträge nehme ich an, welche Aufträge lehne ich ab und bei welchen Aufträgen gehe ich in die Verhandlung. Das bedeutet, gibt es Aufträge, die ich nicht akzeptieren kann, im Sinne von, ich muss eine Grenze ziehen? Gibt es Aufträge, die ich gerne annehme? Oder gibt es etwas, wo ich nicht bereit bin, einen Auftrag anzunehmen und kann vielleicht etwas anderes anbieten? Und dann bekommt man einen konkreten Überblick darüber, was müssen Klientinnen und Klienten tun, um zum Beispiel Grenzen zu setzen gegenüber anderen Personen, um einen Auftrag nachzuverhandeln, zum Beispiel mit dem Chef oder den Vorgesetzten oder mit der Partnerin oder dem Partner. Und es ist nicht nötig, allen Aufträgen immer gleichermaßen zu entsprechen. Also es geht einfach darum, zu überprüfen und zu verhandeln, wo gehe ich drauf zu, wo nehme ich Aufträge an, wo lehne ich es ab oder wo gehe ich in die Nachverhandlung. Zusammengefasst zum Abschluss, die Ziel- und Auftragsklärung ist also eine wichtige Intervention zu Beginn von systemischen Formaten, also Beratung, Therapie, Coaching und Supervision. Egal ob mehrmals in einem Beratungsprozess oder einmalig bei Einmalberatungen. Die Gefahr ist immer, dass es zu viele Themen und zu viele Anliegen gibt, die in sich alleine schon sehr komplex sind. Das führt dann zu dem Resonanzphänomen. Oder kann zu dem Resonanzphänomen führen, dass die Beratung genau so verläuft, wie der Klient oder die Klientin ihr eigenes Leben erlebt. Deswegen braucht es eine klare Struktur im Äußeren, die eine äußere Sicherheit schafft, damit innere Sicherheit möglich wird.
Und es braucht Komplexreduktion. Also gerade bei vielen Themen, bei vielen Anliegen, ne, mit Überschriften arbeiten, mit Fragen arbeiten und immer mit der Auftragsklärung arbeiten. Diese Auftragsklärung ist dazu da, Ordnung und Struktur und eine Prozessgestaltung hinzubekommen, um unsere Interventionen und Methoden so zu planen, dass es für die Klientinnen und Klienten nützlich ist, im Sinne deren erwünschten Sollzustände. Also das, was sie sich für sich als erwünschte Zukunft beschreiben, ja, als Zielen für ihr Leben, für ihren Beruf, für ihre Familie, ihre Partnerschaft und als Auftrag. Das bedeutet, was passiert in diesem Format, in dem der Klient oder die Klientin als Auftraggeberin ist, und wir prüfen dann, ob diese Aufträge angenommen werden. Die Grundfrage ist: Angenommen, wir finden für Sie eine nützliche Form, was wäre am Ende da? Sollzustand. Woran würden Sie merken, dass dieses Format für Sie nützlich war? Ne, konkret beschreiben lassen, Ziel, Vision, wie geht es mir dann? Woran würden andere das merken? Woran konkret? Woran noch? Woran noch? Dann der Blick in die Zukunft, also welche Ziele gibt es? Bei Negativbeschreibung ist es immer nützlich, ne, so keine Angst mehr zu haben, da steckt der Begriff der Angst drin. Dann eher zu fragen, was stattdessen wollen Sie? Also die positive Beschreibung. Dann, was ist die attraktive, erwünschte Version der Zukunft? Wer würde es merken und woran? Und dann geht es vom Anliegen zum Ziel, vom Ziel zum Auftrag und am Ende die Problemdefinition. Also was müsste hier passieren in der Beratung, dass es in Richtung Lösung geht? Was fehlt? Was brauchen Sie? Was kann ich tun? Und dann haben wir einen Fokus, nämlich den Auftrag. Den können wir dann erfüllen. Wir können also genau überlegen, was tut der Berater, die Beraterin, was tun wir, wie können wir den Klienten, die Klientin konkret darin unterstützen, zu ihrer Zielversion zu kommen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und alles Gute.